Hallo, Hanna Eilert mein Name. Ich bin von der Wittner Regional EG in Gründung und wir eröffnen hier im Juni unseren Laden, die Grüne Perle. Einmal mit reinkommen, bitte. Die Grüne Perle in Witten. Was ist denn die Grüne Perle? Die Grüne Perle wird hier im Laden sein. Und Grüne Perle heißt zunächst einmal Petersilie. Das ist eine bestimmte Petersiliensorte, eine krause Petersiliensorte. Und die Idee ist im Endeffekt, wie auch diese Petersilie sozusagen, hier mitten in Witten einen Regionalladen zu gründen, der Produkte hier aus der Umgebung anbietet, primär Lebensmittel, die wir hier zum Rohkauf, aber auch verkocht anbieten werden. Und damit im Endeffekt die Bauern und Bäuerinnen hier in der Umgebung zu unterstützen, eine Solidargemeinschaft aufzubauen. Hanna, was war denn früher hier drin in dem Laden? Hier war mal ein Douglas-Laden drin und ich bin ziemlich froh, dass es nicht mehr danach aussieht. Hier kommt jetzt ein neuer Wind sozusagen rein mit ganz vielen anderen Menschen zusammen. Brigitta Krenkers, warum machen Sie hier im Genossenschaftsladen mit? Warum ist Ihnen die Idee wichtig? Ja, die Idee ist wichtig, weil wir eine andere Einkaufskultur brauchen und auch eine andere Verantwortungskultur. Wir sind hier in der Stadt verantwortlich für unseren Boden, für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Und der Regionalladen ist dafür ein Bild. Also hier fangen wir jetzt mal an. Wir wollen die ganze Stadt Witten umkrempeln natürlich, also dass es nachhaltig wird. Die Stadt Witten hat ja ein Nachhaltigkeitskonzept ausgearbeitet. Das darf ja nicht nur Papier sein. Und wir machen das mit dem Kaffeeleihe zusammen. Die Idee zum Regionalladen ist dort entstanden, in einem Rundgespräch mit Bauern, mit Verbrauchern, mit Interessierten. Und der Schwerpunkt ist eigentlich die Demokratie, dass wir also gleichberechtigt hier in der Stadt mitgestalten wollen. Und die Leerstände, die jetzt immer mehr zunehmen, zeigen ja, wir brauchen eine andere Innenstadt. Und wir haben jetzt hier mal angefangen mit dem Regionalladen, mit den Bauern zusammen, die sich alle freuen, dass sie jetzt und auch mit anderen Produzenten, die jetzt hier ihre Sachen hinbringen können. Das wird ein tolles, vielfältiges, buntes Bild. Wir werden kochen, es wird leckere Speisen geben. Regionale Produkte, wo kommen die denn her? Nur aus Witten oder wie weit reicht dann diese Regionalität? Naja, ich würde sagen, nicht nur Witten, schon der Umkreis hier. Und das ist natürlich eine schwierige Definitionssache, bei der wir uns, glaube ich, auch noch nicht ganz einig sind. Es kommt auch einfach darauf an, was wir finden, was an uns getragen wird und wo es sich richtig anfühlt. Was passiert denn hier heute? Ja, hier werden die grünen Holzpaneele nochmal lasiert, damit die etwas mehr Schutz haben, wenn wir dann unsere Ware reinräumen, dass wir nicht sofort einen anderen haben. Was machen Sie denn hier mit? Weil ich das sinnvoll finde, so einen Laden hier in Witten zu haben. Also regional, spart Transportkosten, spart CO2. Jetzt habt ihr eine bestimmte Rechtsform, EG. Das heißt, ihr seid eine Genossenschaft. Ja. Wie viele Genossen habt ihr denn schon? Wir sind gerade bei über 200 Mitgliedern. Was ja für, dass wir, wir sind ja noch nicht besonders lange gegründet. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Wir wollen aber auch noch eine Steigerung in diesem Jahr reinbringen. Genau, ja. Die Genossen bringen ihre Anteile mit, um diesen Laden tatsächlich zu starten. Wie viel Geld müsst ihr sammeln? Wir brauchen so 70.000 bis 80.000 und haben zurzeit 60.000. Das heißt, ihr braucht noch Genossen? Ja, immer doch. Also es geht ja nicht nur da um das Geld, sondern es geht ja auch um die Gemeinschaft. Also das ist ja nur ein Aspekt davon, der natürlich notwendig ist. Aber im Endeffekt geht es ja einfach darum, dass wir hier gemeinsam etwas entstehen lassen wollen. Und Menschen, die das interessiert, sind hier einfach aus dem Grund schon einmal willkommen. Was halten Sie von dieser Idee hier, dass hier so ein Genossenschaftsladen entsteht? Gut, finde ich sehr gut. Was würden Sie hier kaufen? Also was bräuchte man in Witten? Ja, regionale Produkte. Ja, was soll ich dazu sagen? Mich überzeugt die Idee. Nur ich bin keine Wittnerin. Ich bin heute durch Zufall hier. Aber ähnliche, sage ich mal, Angebote gibt es ja auch in anderen Städten. Ne? Womit überzeugt ihr denn die Menschen, Genosse zu werden? Unterschiedlich. Also im Endeffekt einfach mit der Idee und mit dem, dass, also glaube ich, dass es aus dem Herzen kommt. Also es ist, hier geht es nicht darum, dass wir total viel Profit machen wollen oder überhaupt großartig Profit, sondern es geht darum, dass hier etwas entstehen soll, was zeitgemäß ist, zukunftsweisend, unterstützend, bewusst, nachhaltig und uns wieder dorthin bringt, wie wir gemeinsam hier gestalten und leben können.
Du hast gesagt, zukunftsweisend. Was ist denn, also außer Nachhaltigkeit, was ist so das Zukunftsweisende an dieser Idee, die ihr hier verwirklicht? Ich glaube, einfach die Art und Weise, wie wir hier zusammenkommen können und entstehen lassen können. Dann aber natürlich auch die Wirtschaftsform, also dass es eben nicht profitorientiert arbeitet, sondern gemeinschaftlich arbeitet, solidarisch arbeiten soll. Und die Nachhaltigkeit steht ja in vielerlei Hinsicht da. Also da kann man anfangen mit, dass die Produkte hier aus der Umgebung kommen, dass es einen fairen, gerechten Preis für die Sachen gibt, dass es ein Bewusstsein dem gegenüber gibt, was Essen eigentlich ist, wo es herkommt, dass es wächst, dass es Aufmerksamkeit braucht und dass es auch in seiner Einfachheit unfassbar gut schmecken kann. Und einfach, dass unterschiedliche Menschen hier zusammenkommen können. Hier werden noch wichtige Arbeiten gemacht. Genau, und zwar haben wir noch Spiegel, die wirklich sehr verklebt waren von dem ursprünglichen Laden. Die wollten wir jetzt wieder aufmöbeln. Das heißt, wir sind jetzt schon seit heute Morgen 10:30 mit Margarine und allem dran, diese Spiegel hier zu säubern. Was natürlich auch nachhaltig ist, dass sie wieder benutzt werden für den neuen Laden. Warum machst du denn da mit? Was ist das, was dich angezogen hat? Ja, irgendwann kommt man mal in die Schiene, sag ich mal, über, ich bin beim Foodsharing und versuche auch nachhaltig biologische Sachen einzukaufen oder so ein bisschen auf die Umwelt zu achten. Und dann bleibt es nicht aus, wenn man hört Regionalladen. Das ist eigentlich so das Optimale. In Witten ja wieder so ein bisschen die Bahnhofstraße zu beleben und die Hofläden und alle regionalen Produkte so ein bisschen zu fördern. Ne? Was ja auch die Straßen in Witten vielleicht ein bisschen schöner macht, wenn nicht alles hin und her gefahren wird, um im anderen Land verpackt zu werden und wieder hier nach Witten zu kommen. Haben Genossen einen Vorteil gegenüber anderen Käufern? Es wird hier in dieser wunderschönen Ecke die Genossenecke geben, wo dann eine Tauschfläche entstehen wird. Also angenommen, eine Person hat in ihrem Garten ganz, ganz viele Äpfel und so viele Äpfel kann man gar nicht essen. Dann kann die Person, die hier in der Genossenschaft ist, vorbeikommen, die Äpfel hier hinstellen und jemand anderes aus der Genossenschaft kann vorbeikommen und sich die Äpfel schnappen und genießen. Ja, und dann wiederum können da aber auch Marmeladen drin stehen oder sonst was. Also diese Tauschfläche wird hier geboten. Dann aber auch wollen wir hier ja Workshops anbieten und Vorträge und sonst was. Und da ist eine Ermäßigung für die Genossen angedacht. Und sonst ist es einfach dieser Gemeinschaftsgedanke, der dahinter steht als Vorteil. Und wenn ich nicht Genosse bin, dann würde ich die Produkte kaufen? Ja, dann ist das hier quasi der reguläre Laden, der hier ja überall im Entstehen ist. Der ist dann zur Nutzung da und zum Verkauf. Wie lange dauert es quasi von der Idee bis zur Umsetzung? Oh, das war total schnell. Wir haben im November die Bauern eingeladen, hier im Café Laie und die Initiativen. Und im November dann war das Douglas hier leer. Und dann hat man gesagt, wir wollen mal schauen, wer ist denn hier zuständig. Haben den Vermieter getroffen, Vermieterin, die das gut findet. Und dann ging es schon los. Und die Genossenschaft ist noch in Gründung. Das heißt, die ist noch ganz frisch, die wird jetzt aber bald eingetragen und wir haben schon 210 Genossen. Also das heißt, es gab eine Zeitungsmeldung von der WAZ über die Gründung und sonst haben wir noch gar nicht viel Werbung gemacht. Und man merkt einfach, der Bedarf ist da. Im Juni soll es losgehen. Ja. Was ist denn hier noch zu tun? Alles. unfassbar viel und gleichzeitig haben wir aber auch unfassbar viel schon geschafft. Also natürlich müssen die Regale noch zu Ende, teilweise Rückwände eingeklebt werden, zum Teil noch Bretter natürlich reingebracht werden oder diese Glasplatten, die wir haben. Eine Theke muss noch gebaut werden. In der Mitte, wo das Obst und Gemüse stehen wird, muss noch was gebaut werden. Eine Kasse muss noch gebaut werden. Streicharbeiten stehen zum Teil noch an. Überall so Kleinigkeiten und am Ende natürlich putzen. Das Thema Ernährungssicherheit ist in den letzten Wochen nochmal richtig aufgeploppt. So ein Laden löst auch tatsächlich das Problem? Ja, das ist unsere Aufgabe auch mit den Erzeugern zusammen. Die Bauern brauchen sichere Abnehmer oder dass sie faire Preise haben, dass sie das anbauen können, was auch richtig ist. Und wir sind hier im Regionalladen und nehmen diese Produkte an und garantieren damit auch den Wittnern, dass sie eine Ernährungssicherheit haben. Also wir wollen uns gemeinsam darum kümmern.
Und das andere ist, dass man eben nicht abhängig ist von internationalen Konzernen, die dann irgendwie beliefern. Und das andere ist, dass wir damit dafür sorgen, dass Menschen in anderen Regionen ihre eigenen Lebensmittel anbauen können und nicht für uns unter unmöglichen Bedingungen Lebensmittel herstellen. Also, dass es fair ist. Glaubst du, Witten ist soweit für so einen Genossenschaftsladen? Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich meine, die Menschen kommen hierhin, ohne dass wir gerade besonders viel tun. Hier passiert die ganze Zeit was. Menschen kommen neu und haben Impulse, Ideen. Und überall sprießt es sozusagen. Und im Endeffekt ist die Zeit da. Denn es bekommt unfassbar viel Resonanz und da steckt einfach auch eine Kraft irgendwie hinter. Und dementsprechend auf jeden Fall, ja. Dann geht es weiter von hier aus, dass wir die Stadt grüner machen, schöner machen, nachhaltiger machen, dass es, wie sagt man, lebendig wird.